Willkommen in Frankreich, einem der großen Meckas des Rennsports. Hier gibt es nicht nur die Tour de France, es wird auch als Geburtsort der ersten Autorennen überhaupt gegen Ende des 19. Jahrhunderts betrachtet. Seitdem hat sich natürlich so einiges verändert und gleich geht es hier los beim großen Preis von Frankreich. Eine Runde auf Paul Ricard zu meistern bedeutet, dass man über eine Gesamtstrecke von 5,8 Kilometer fährt und 15 Kurven kennenlernen muss. 6 nach links und 9 nach rechts. Die beiden Hälften der langen Mistralgeraden werden von einer harten Bremszone unterbrochen, die in einem möglichen Überholpunkt bei der Chicane Nord, also der nördlichen Schikane, mündet. Man muss jederzeit auf Fahrer achten, die über die charakteristischen farbigen Streifen fahren, die wenig Haftung besitzen und deren Oberfläche sehr rau ist. Und mit dabei ist natürlich auch Stefan Römer. Warum sprechen wir für den Einstieg nicht gleich mal über Valtteri Bottas? Der Sieg beim letzten Rennen war wirklich großartig. Ob Sie das an diesem Wochenende wiederholen können? Es ist selbstverständlich immer schön, wenn man das Grand Prix-Wochenende mit einer guten Platzierung beginnt. Aber die eigenen Erwartungen basieren meist auf den Trainings- und Qualifying-Fahrten. Hoffen wir also, dass Sie sich den Schwung aus diesen beiden Sessions bewahren, wenn Sie sich dem heutigen Rennen stellen. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Lewis Hamilton startet heute von der Pole und Valtteri Bottas macht die erste Reihe komplett. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Ricciardo, Verstappen, Sergio Perez und Norris, Leclerc, Tsunoda, Stroll und Fernando Alonso, Sainz, Ocon, Pierre Gasly und Vettel, Giovinazzi, Mick Schumacher, Kimi Räikkönen und George Russell, Latifi, Mazepin, Giotto und der Oldtimer. Gleich werden die 5 roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute hier triumphieren wird. So, und damit herzlich willkommen, okay, seid gegrüßt, weiß, während er labert, also ist mir das relativ egal. Ihr habt gesehen, ich bin auf Platz 22, das hat aber Ursprünge, denn es war die ganze Zeit sehr nass, es hat in den Trainingssessions immer geregnet, es hat im Qualifying immer geregnet und ich habe das Problem gehabt, dass ich im Q2 einfach rausgeflogen bin, weil es geregnet hat, ich bin mit dem Trockensetup gefahren, hatte eine relativ gute Position, dann ist es trocken geworden und ich bin einfach zu spät rausgeschickt worden und das war mein Problem. Sonst wäre ich vielleicht noch ins Q3 gekommen, wer weiß es, ansonsten hätte ich vorne gestanden. Hatte mich sozusagen im Q2 dann auf Platz 16 qualifiziert, weil ich der Einzige war, der noch keine Runde hatte auf den Roten, sondern nur mit Intermediates. Lief ein bisschen blöd, ist nicht optimal gelaufen, aber so ist es nun mal. Ich überlege, also was kommt, warum 22? 22 war dann einfach die Geschichte, dass ich mein Auto noch ein bisschen verändert habe. Ich hatte der Verbrennungsmotor und der Turbolader, die waren doch stärker angekratzt, als ich dachte nach dem letzten Rennen in Kanada. Und habe dann hier einfach alles ausgetauscht und habe noch eine Gridstrafe bekommen. Bin deswegen Platz 22. Jetzt habe ich überlegt, entweder eine Einstoppstrategie fahren und relativ mich nach vorne spülen lassen. Ist eine Möglichkeit. Oder zu sagen, ich fahre alternativ rot, gelb, gelb. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, deswegen, es macht nicht viel aus. Ich finde fast hier unten die spannender. Ich habe Reifen gespart, deswegen, ich glaube, ich gebe einfach alles und gucke so weit wie möglich, dass ich mich vorarbeite und mache was anderes. Deswegen, los geht's. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Ja, die fahren alle mit Gelb. Ich habe Zeitstrafe bekommen. Sehr schön. Deswegen stehe ich hinten. So, auf geht's. Gleich mal Mazepin mir geholt. Eine zunehmende Abnutzung am MGUK. So, relativ. Du musst den Platz wieder hergeben. Das Überholmanöver war regelwidrig. Jetzt passt es wieder. So, bin aber trotzdem relativ weit vorgekommen. Auch wenn ich. Was macht Mazepin? Alles hier sehr eng. Und jetzt geben wir Gas. Wir haben ein gutes Auto. Wir müssen es nur nutzen. Mann, machst du? Hör auf, mich hier auszubremsen. Der kleine Schumi, der kämpft wie ein großer. Herrlich. So, weiter geht's. Giotto ist auch vor mir. Finde ich gut. Also die Strategie ist relativ gut aufgegangen.
einfach sich vorspülen zu lassen. Und durch die Reifen, roten Reifen, sollte ich einen kleinen Vorteil haben. Ich muss ihn nur ummünzen. Ohne den eigenen Teammate rauszuhauen. Oh, Russell, sorry. Hoppala. Ach, der fährt auf Weiß. Auch sehr clever. Hoppala. Nur das lohnt sich hier gerade. Ordentlich vorgespült. Das war ja beabsichtigt. Oh, ich habe da irgendwie einen Pömpel mitgenommen. Scheiße, aber auch. Na gut, dann müssen wir noch eine Runde. Wir sind glatt mal auf Platz 2. Sau schön. So. Ja, Schaden wieder. Das Getriebe will jetzt nicht mehr. Und die MGUK ist auch fast durch. MGUH ist auch okay. Also das Auto langsam verschleißt es, aber okay, ist halt so. Getriebe hat dann 600 Rennen durchgehalten. Jetzt gucken wir mal, wo wir wirklich rauskommen. Platz 12 aktuell, Platz 13. Nur noch einmal stoppen, noch ein Boxenstopp. Platz 14. Boah, das Leute, was macht ihr hier? Schießt euch nicht ab. War wesentlich sauberer als das letzte Mal. Hoppala! Eigentlich. Ein paar Infos zum Red Bull-Fahrer. Ein paar Informationen zu Hamilton. Aber nicht bei mir. Mach Platz, Vogel.
Und Flügel auf. Gucken wir mal. Okay, du bist in den Top 10. Boah, Leute! Was macht ihr denn? Auf deiner Spur. Boah, ich liebe es, wie die mittlerweile fighten. Herrlich. Vordermann hat weniger als eine Sekunde Vorsprung. Versuchen wir, mit DRS vorbeizukommen. Kein Problem. Und auch, rechts vorbei, außen vorbei, um dann besser reinzukommen. Das hat er nicht so gewollt. So, die nächsten Boxenstops gefangen an. Die auf einer 2-Stop waren. P6. Oh, das ist so mies, wenn du wegen. Naja. Kommt aus der Box raus. Und ich muss ausweichen. Ist ein bisschen doof. Eigentlich habe ich hier Vorfahrt gehabt. Kommt hier keiner mehr raus. Auch welche Chancen wir jetzt noch haben. Da fahren ja doch einige mit Weiß, so wie Sainz. So, Leclerc, jetzt sollte locker an mir vorbeikommen. Sehe ich eigentlich nicht jetzt das Problem. Los, fahr jetzt! Ja, bin ich jetzt Platz 7, jetzt kommt Tsunoda. Vor dem bleiben wir schön. Aber keine Boxenstops mehr geplant. Müssen wir gucken, müssen wir wieder fighten. Stroll kommt jetzt erst. Okay. Auf geht's. Die letzten Runden. Aha. Mit mir muss man rechnen. Auch wenn ich vielleicht den Flügel zerschossen habe.
das Ende des Rennens. Wir sehen uns im Parc Fermé. Muss man jetzt nicht traurig drüber sein. Und Fahrer des Tages, na, wenn das nichts ist. Es war ein großartiges Rennen und eine erstklassige fahrerische Leistung, die Red Bull heute den Sieg eingebracht hat. Also Stefan, was hat heute da draußen den Unterschied gemacht? Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt zum Wagen gepasst. Der Wind, die Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen die richtige Temperatur haben. Je leichter man also diese Temperatur halten kann, desto besser verläuft das Rennen für einen. Und genau so ist es gelaufen. Der Wagen hat sich da draußen einfach wohlgefühlt. Red Bull ist der heutige Gewinner, nachdem eine unglaubliche fahrerische Leistung gezeigt wurde. In letzter Zeit hat Red Bull enorm zugelegt, um mit den anderen Teams mithalten zu können. Und es hat sich gelohnt. Werfen wir einen Blick auf die Fahrerrangliste. Wichtige Punkte für Valtteri Bottas, der damit seine Führung in der Rangliste weiter ausbaut. Kommen wir zum Fahrer des Tages, Stefan Römer. Wer ist dein Kandidat? Für mich ist das heute der Oldtimer. Er hat ja, das meiste aus den Reifen rausgeholt, ohne an Tempo einzubüßen. Wer das in der heutigen Formel 1 schafft, hat einen nicht ganz unwesentlichen Vorteil. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Es war ein schwieriges Rennen für die WM-Führenden, die an der Spitze an Boden fanden. Mittlerweile hat Ferrari seine Position verbessert. Ein starkes Wochenende für Sie. Sie haben sich wieder an die Spitze herangekämpft. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Dem schließe ich mich an. Wir sehen uns dann irgendwo anders auf einer anderen Strecke. War sehr positiv. 6 Punkte haben wir mitgenommen, von 22 gestartet. Es war die richtige Entscheidung, Teile auszuwechseln, die Gridstrafe in Kauf zu nehmen und doch sehr aggressiv ins Rennen reinzugehen. Da sind wir belohnt worden. Nicht schlecht. Wir sehen uns im nächsten Rennen. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Macht's gut. Und tschüss.